Servus, herzlich willkommen bei CSR Automotive. Weiter geht's mit dem Golf 6R Tuning Projekt. Wir sind heute am Diffusor angelangt und wie ich unseren Diffusor hier am Fahrzeug montiere, seht ihr gleich im Anschluss. Zunächst müssen wir jetzt erstmal den alten Diffusor demontieren. Relativ einfach. Der ist einmal hier links und rechts mit einer Torx-Schraube fixiert. Die mal als erstes rausmachen. Und dann geht es hier in der Mitte weiter, nochmal mit einer Achterschraube. Dann geht es hier neben weiter. Der Diffusor selbst ist in den Stoßfänger eingeklipst. Ne? Ihr müsst das Bauteil nicht unbedingt komplett demontieren, habt das natürlich etwas einfacher, aber hier im eingebauten Zustand funktioniert es auch gut. Da gilt es jetzt einfach bloß darum, mal einen Anfang zu finden und dann das ganze Ding einfach abzulösen. Und dann eigentlich nur kräftig dran ziehen. Hier drin seht ihr jetzt zum Beispiel den Clip. Den könnt ihr jetzt aber auch mit so einem Clipzieher entrasten und dann auch aushebeln. Alternativ, wenn das ein bisschen zu dick ist, das Werkzeug, habe ich hier noch etwas Feineres. Und dann können wir uns hier Stück für Stück durcharbeiten. Und schon haben wir den alten Diffusor in der Hand. Schauen wir uns mal gerade im direkten Vergleich an. Macht doch gleich optisch schon mal einen ganz anderen Eindruck, ne? Dann kontrollieren wir mal die Passgenauigkeit. Auch hier neben ist es wichtig, einmal schön die Abstände zu vergleichen, dass er schön sauber reinrutscht. Und das sieht alles sehr gut aus. Jetzt markieren wir uns die Punkte. Dafür müssen wir das Fahrzeug nochmal nach oben lassen. Nachdem wir jetzt hier die Klemmschelle angesetzt haben, können wir auch ganz einfach die Schraube ansetzen und drehe die gleich so weit durch, wie es geht. Und dann haben wir automatisch unsere Sicherung, damit der Diffusor durch den Fahrtwind nicht raus kann. Das machen wir jetzt einmal hier in der kompletten Reihe und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe jetzt alle Halterungen hier montiert und die Schrauben reingedreht. Jetzt geht es hier noch um den Mittelsteg, nachdem der hier noch ein bisschen locker ist. Und mir hier originale Fixierpunkte gehabt habe, habe ich mir jetzt mit Lochblech solche Adapter gemacht. Und die Adapter mache ich jetzt noch rein und dann ist das Ganze schön fest. Ich drehe jetzt einfach hier meine Schraube rein. Und dann kann ich in etwa abschätzen, wo hier mein Loch sitzen soll in dem Bereich. Hier. Schön ist, die Schraube ist ja so gleich vom Kopf her, dass die gar nicht auffällt. Und schon haben wir mal hier eine super Steifigkeit und das Ganze kann nicht wegfliegen. Mal jetzt noch schnell auf der anderen Seite und dann schauen wir uns das Endresultat mal am Auto an. Und fertig sind wir. Ich finde, von der Optik her macht das natürlich gleich ein ganz anderes Bild. Wichtig ist natürlich jetzt, wie in dem Fall, ist nicht die serienmäßige Abgasanlage verbaut. Hier kann es natürlich sein, dass ihr die Endrohre nochmal frisch ausrichten müsst und so weiter, dass das natürlich alles sauber passt. Aber ansonsten finde ich eine gelungene Sache. Vorteil hierbei natürlich, habt ihr wie bei allen ABS-Produkten die Möglichkeit, verschiedene Oberfläche zu wählen. Wir haben hier natürlich dem Farbkonzept getreu wieder Hochglanzschwarz genommen, aber natürlich haben wir auch noch Mattschwarz im Angebot, Carbon Look glänzend, Carbon Look matt und eine lackierfähige Oberfläche. Also ein breites Spektrum, damit ihr euer Fahrzeug richtig schön individualisieren könnt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, liken, teilen und abonnieren natürlich gerne erwünscht. Und bleibt am Ball. Im nächsten Video machen wir dann einmal das große Fazit und zeigen euch das Fahrzeug, wie das jetzt im Endresultat dasteht. Und erklären auch nochmal, was die ganzen Umbauten gekostet haben
Und ja, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Macht's gut. Ciao.